Hallo liebe Leute, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und statt guter Vorsätze, die wahrscheinlich sowieso schon langsam wieder zu bröckeln beginnen würden, hat mich in den letzten Tagen eine Frage beschäftigt, die ich total spannend finde und weiterbringend, und zwar sowohl im musikalischen Bereich als auch für alle möglichen anderen Lebensbereiche. Und deswegen möchte ich sie euch heute gerne mitgeben. Und zwar besteht diese Frage aus 4 Worten, und wenn man diese Worte jeweils nochmal einzeln betont, immer nur eins von diesen 4 Worten, ergeben sich daraus nochmal 4 Fragen sozusagen. Und die, finde ich, haben es echt in sich und haben Potenzial für unser vor uns liegendes Jahr, dass wir es bewusst gestalten. Deswegen, hier ist die Frage: Was will ich wirklich? Und wenn wir die Betonung beim ersten Durchlauf aufs erste Wort legen, was will ich wirklich? Was genau ist es, wofür ich ja bereit bin, mich auch einzusetzen, wo ich wirklich Lust zu habe, was mir wirklich wichtig ist, bei all den vielen Möglichkeiten, mich zu fokussieren und mich zu entscheiden, dann ist das, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz wichtiger, weiterbringender Punkt. Der zweite Durchgang wäre, was will ich wirklich? Nicht nur, was finde ich ganz nett, was wäre wünschenswert, was wäre schön, sondern wo kann ich mich echt rein vertiefen und was ist mir wirklich wichtig? Der dritte Durchgang, was will ich wirklich? Nicht, was wollen die Stimmen um mich herum oder in mir drin, meine Werte, mein vielleicht auch schlechtes Gewissen oder irgendwer, der mir irgendwas einreden will, sondern was will ich wirklich? Wo stehe ich hinter? Was sind meine Überzeugungen in Bezug auf meine Ziele? Und dann als viertes sozusagen nochmal als Rückblick oder Zusammenfassung oder Absicherung, wirklich, ist es das wirklich, was ich mir bisher überlegt habe? Was will ich wirklich? Was ist das, sowohl im musikalischen Bereich als auch in anderen Lebensbereichen, wo ich wirklich sage, ja, dafür will ich im jetzt vor mir liegenden Jahr Schritte gehen. Ja, wie gesagt, ich habe schon sehr spannende Gedanken dazu und habe mir diese Frage so zum Lebensmotto gemacht und bin sehr gespannt, von euch zu hören, was euch daran inspiriert, und bin gespannt auf alle Begegnungen, die wir haben werden im musikalischen Bereich und auch sonst wie, und wünsche euch alles Gute und bis ganz bald, eure Elo.